Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Clive & Wrench. Und wir müssen jetzt in eine andere Welt, und die war ja hier, glaube ich. Da waren wir. Wir müssen irgendwie links herum, also sah nicht wie. Und diese Figuren sind scheinbar Bossgegner, sehen ein bisschen eher aus wie einfach NPCs. Okay. Gucken wir mal, also es ist sicher mal so, dass man hier... Okay. Müssen wir irgendwo anders hier auf die Statue? Jo. Mir hat ja das schon in den ersten zwei Parts richtig gut gefallen. Und jo. Natürlich gerne am Weiterspielen. Okay. Ich wollte nicht rein. Ich wollte nur dahinter. Jo. Genau. Oh. Ein Dachs. Okay, cool. Jetzt haben wir auch neue Kleidung an. Ich hoffe, wir können die auch ein bisschen wählen dann am Schluss. Dass nicht mehr so wichtig ist, was wir tragen. Oh, okay. Holen wir gleich mal. Gut. Antike Stein gefunden. Hasenwald. Wie ich einfach genau an der Stelle war, wo er kam. Ich dachte, er kommt noch ein bisschen weiter vorne, aber scheinbar ja nicht. Gut, ja. Eben, das Spiel ist sehr gut. Also, ja, dann auch von der Optik. Gründlich und umschauen. Muss wahrscheinlich auf diese Statue gehen damit. Okay, cool. Oder haben wir irgendwas entdeckt? Vielleicht einfach nur die Statue angeschaut? Ja. Haben ein Achievement gelöst. Okay. Ah, das ist wieder Schaden. Ich muss auch das erkennen können. Also hier geht's weiter. Aber hier haben wir Flügel. Genau, will nicht vergessen. Hallo, du da. Immer früh morgens Sport machen, ne? Oh. 5 von 6, okay, ich habe keine Chance. So. Antike Stein. Schon der zweite. Es geht so schnell. Ich finde, das Spiel hat wirklich einen guten Plus. Und jo. Wir müssen natürlich einfach uns ein bisschen umschauen, damit wir alles entdecken. Ich fand jetzt im ersten Level. Okay, ich laufe ein bisschen zu schnell manchmal. Fand ich so ein bisschen, ist noch zu leicht. Hier wird es wahrscheinlich schon schwer sein. Gucken. Ja, ich will aber zuerst oben schauen. Bitte. Irgendwo ist ein... Ah, ja. Da unten irgendwo. Jo. Bin gerade erst aufgestanden, so, wenn ich mich ein bisschen... Ja. Mich kränklich fühle. Falsche Aussprache, aber gut. So. Hm. Ja, wir müssen natürlich alle von den Uhren sammeln. Nicht vergessen. Irgendwo. Ja. Ich mach 6. Gut. Hier. Nichts. Okay. Ist kaputt. Diese Vase. Hm. Jo, da haben wir genügend zum Weitergehen. Die Level sind auch ziemlich groß, wenn ihr bedenkt, wie klein die Level sind. Banjo-Kazooie waren. Und ja, Donkey Kong Country. Nein, Donkey Kong 64. Dann wisst ihr, was ich meine. Auch bei Yooka-Laylee waren die nicht unbedingt so groß. Einfach natürlich dann wieder größer machbar. Aber jo, im Allgemeinen ist das Level eigentlich ziemlich gleich groß. Also ja, das schon ein bisschen größer. Okay, den muss ich irgendwie abfahren, denke ich mal. Oben.
Das ist ein Checkpoint. Checkpoint. Jo. Ja, ich bleibe drauf. Geht angezahlt, aber. Wie ist dann? Wie schön wackeln. Da gibt's auch noch. Sehr gut, das läuft ja sehr gut. Ich habe einfach das Gefühl, man kann nicht so gut Heilung finden. Also wir sollten uns nicht so viel verehren in diesem lilanen Sumpf des Grauens. Der ekligen Überstrahleffekte. Jo, und wir dürfen einfach nichts vergessen. Mal diesen umschauen. Jetzt geht er nur okay. Hier runter nicht. So. Blasen. Jahoo! Sehr schön. Das haben wir auch. Gut. Aber. Wer züchtet hier Tiere, Monster oder so? Ja, sehen wir schon ein bisschen aus wie Tiere. Ganz, ganz wenig. Gut, jetzt müssen wir dorthin. Ja, das geht leider nicht. Jo. Hier sind wir wahrscheinlich einmal. Rechts dann gehen oder von hier oben. Okay, das würde gleich gehen. Und die Kamera ist noch ein bisschen im Weg. Ja gut, wenn du auch. Es gibt so eine Art, also wenn man so ein bisschen Taste drückt und dann ja ich. So fliegen möchte, geht's nicht. Nur weil ich manchmal die LB-Taste drücke. Jetzt geht's. Gut. Das haben sie ein bisschen blöde gemacht. Aber ja, das Spiel erkennt wahrscheinlich immer nur eine Taste gleichzeitig. Habe ich jetzt irgendwas bekommen? Ich habe sogar nochmals ein Leben verloren. Okay. Nein, ich habe gar nicht. Zweimal Pfützen und einmal, weiß ich nicht. Das ist ein bisschen komisch. Ich mach das mal zuerst auf. Und hier ist auch wieder die Y-Taste gemeint. Genau. Nicht die RB-Taste. Nein. Nicht die RB-Taste. Hier noch hoch. Aber hier oben ist nichts, oder? Ja gut. Dann hier rüber. Hier runter müssten wir dann noch. Wir bleiben aber oben. Jo. Ich habe auch gesehen, es gibt manchmal so Challenges, was YouTuber machen bei Super Mario 64 Online oder irgendwie so. Seine Online-Modifikation. Wenn man zum Beispiel jemanden jagt und der andere löst das Spiel oder so. Da bin ich natürlich noch nicht bereit in diesem Spiel. Aber ja, kann mir gerne jemand mal sagen, wie ich Super Mario 64 Online spielen kann. Sonst schreibe ich ja auch gerne mal nach oder so. Und eventuell können wir so etwas arrangieren auch selber. Genau, auch mal so etwas machen. Aha. Das ist ein Flummi. Sehr schön. Hide and Seek könnten wir auch machen. Finde ich aber persönlich ein bisschen blöde gemacht von den Deutschen. Dass man halt immer wieder auch
weggehen kann, fliehen kann. Ein bisschen fliehen geht ja schon, wenn er in der Nähe ist, aber nicht einfach direkt immer fliehen, wenn er gerade ins Level kommt und so. Das nutzen sie ein bisschen zu fest aus, oder? Sie wollen ja eigentlich nicht gefunden werden, aber fliehen so mega, als würden sie mega Angst haben. Das ist halt ein bisschen blöd. Es gibt viel zu wenige von diesen Tortenstücken. Okay. Ist hier eigentlich etwas drin? Nö, man kann nichts. Nicht rein, okay. Man kann einfach nichts machen. Ist nur optisch. Yahoo! Also ich finde dieses Duo wirklich sehr gut. Macht wirklich Spaß mit dem, ja, zu spielen. So, genau. Hier haben wir überall den gleichen General, einfach mit anderen Namen. Ja, das hätten sie ein bisschen variieren sollen. Diese Variation. So, nächste. Ein Tickenstein. Genau. Abgespielt. Jo, ich tue natürlich große Pausen zwischen den Parts. Mache nicht wundern, wenn ich die Namen jetzt nicht so genau weiß. Ja, da haben wir natürlich noch zu wenig. Wo sind die Schlüssel? Ich hoffe, wir sind da ein bisschen fertig. Ich sehe jetzt direkt nichts mehr. Auf dem ersten Blick. Vielleicht irgendwo hinter den Kisten oder so. Ich denke, hier sind wir schon mal fertig. Und jetzt müssen wir vielleicht auch wieder hoch. Ich sehe jetzt gerade nichts mehr. Das heißt, wir gehen einfach wieder raus. Oder wir gehen hier rechts, stimmt. Da waren wir noch nicht. Aber die Kamera spielt irgendwie nicht so mit. Ich finde irgendwie der Schwachpunkt vom Spiel, also der größte Schwachpunkt ist die Kamera. Aber das gibt es in anderen Champions eben auch. Wir waren einfach zu nah, oder? Wir können schon ein bisschen raus, aber es geht dann immer wieder sehr schnell wieder rein. Jo. Man muss es halt mögen, damit man es spielt. Damit man es länger spielt. Und ja. Ich mag's schon genug. Ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, nö, nur wegen der Kamera spiele ich dieses Spiel nicht mehr weiter. Sondern, ja. Die Kamera ist halt einfach ein bisschen nervig nebenbei. Und das, ja, das langt. Okay, das war hinten noch. So, die Rakete dahinter. Also ich denke, hier bin ich fertig. Ich werde sicher nochmals kurz schauen. Dann, wenn mir etwas fehlt. Aber wir sind es nicht. Noch hin soll. Nur eben, man kommt jetzt nicht mehr raus. Irgendwie. Aber man kann vielleicht klettern. Aber wie? Wie kletterte man? Ist das gewollt? Hier hoch vielleicht? Okay. Ja. Also so kommen wir jetzt nicht raus. Oder ist das wieder ein Bug? Das war ja auch der Strohhalm im ersten Level wieder diesen Buggy. Keine Ahnung, was müssen wir sonst machen? Können wir irgendwie rollen oder so? Ja gut. Aber wie kommen wir jetzt wieder raus? Kann man sofort wieder schlecht. Keine Ahnung.
Okay, da geht's auch noch weiter. Da waren wir vorher kurz. Da oben waren wir noch nicht. Okay. Kamera bitte einmal. So, da oben. Vielleicht kommen wir ja wieder raus, einfach nicht genau dort, wo wir herkommen. Genau. Ja, bald wird es besser und ich muss ja danach noch livestreamen. Wird ja schon besser gehen. Das ist wieder Wochenende. Ja, schon ein Fenster gibt es, aber hier kann man nicht weiter. Es hat sich ja etwas geöffnet, aber wo? Geht es hin? Irgendwie nicht. Ja, wenn ich mal gerne Videos hochladen und nicht streame. Ich bin wahrscheinlich im Krankenhaus. Diese Nervenkrankheit macht mir schon sehr weh momentan. Und es soll mir ja wieder besser gehen und ich soll ja auch wieder die beste Livestream und Let's Playen können. Ohne viele Mühe. Ja, weil Nerven sind halt immer mit Mühe verbunden. Oh, okay. Ist mir gar nicht zuerst aufgefallen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie man so zurückkommt, der Fuß. Ja, wir könnten zur Zentrale gehen. Also direkt ist nichts hier. Okay. Ja, gespeichert habe ich. Jo. 17 Minuten, okay. Diese Zwischensequenzen müssen echt nicht sein. Das Spiel braucht nicht so lange zum Laden. Ja. Das ist nur das Laden. Ja, sie sollten die Levelnamen oder so wenigstens eine 1 vorne dran machen, wenn sie die Levelnamen oben auch nicht gerade so erkenntlich zeigen. Okay, 16. Wir haben 12. 110. Okay. Boss besiegen. Viel. 10.000 in der Lobby. Ja, okay, in der Lobby wahrscheinlich. Oder ist das einfach 10.000 bis jetzt und im ganzen Spiel sind. Also 900 sind bis jetzt und 10.000 sind dann irgendwo versteckt. Weltgesamt 4 von 10, 265. Genau. So. Ja. Ja, was machst du jetzt schon wieder? Ich muss mal zu dir kommen. Ne? Da auch mal hin. Great. Nochmal. Sie nervt sich schon mega. Es sollte ein guter Ausgangspunkt sein. Die Fabrik ist wohl dazu satt, was es. Und angeblich werden hier auch seine Schäden gekommen. Das sollte man sich also mal genauer ansehen. Jo. Genau. Hier hinten waren wir schon. Ja. Hier ist auch irgendwo eine Waffe. Ah, das ist er selber. Okay. Das ist Wrench. Ich dachte einfach, weil es
manchmal so laut ist, ist er ja irgendwie. Ja, ein Affe, oder? Was war das? Eine Schrift oder. Sein? Alles okay bei euch? Wie es heißt, sucht ihr nach den antiken Steinen. Ich habe zwar keine Ahnung, warum, aber wenn ich ihn sich dazu damit zur Besinnung bringen lässt, dann bin ich dafür. Bisschen. Jo. Guten Tag, willkommen zurück. Was ist denn da? Hey, mach mal ein bisschen Musik. Okay. Aber manchmal sind selber so Internetbilder. Der Hund kommt mir sehr bekannt vor. So. Ah. Runter. Oh, cool, in den Regen. Ich bleibe lieber mal unten. Okay. Ich habe ihn eigentlich gehittet, er mich nicht, oder? Und ich habe einfach die Heilung dann. Das war ein bisschen komisch auf den ersten Blick. So, wie komme ich dort hoch? Hm. Da müssen wir irgendwie von oben runterkommen. Geht noch nicht. Und hier ist er, okay. Hallo, da ist. Watcher, hallo, ich bin hoffentlich nicht um zu viel. Aber meine Kinder wurden von diesem fiesen Dauzus entführt. Könntet ihr bitte mal die Augen noch innen offen haben? Natürlich. Das ist eine typische Aufgabe, diesen Loot Jump'n'Runs. Ist nicht so wie bei Super Mario, einfach irgendwie Bowser besiegen oder so. Das ist eine Schurke. Das ist immer sehr, sehr spannend und cool. Nach der Qualität manchmal ein bisschen. Ja, Game bleibt. So, einen Schlüssel haben wir. Ja, ich habe die Steuerung ein bisschen gelernt. Aber unter Wasser bin ich mir noch nicht so sicher. Ja, genau, mit Elbe. Ja, blub, 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 blub. Ich weiß, wo so lang. Offensichtlich muss es jetzt nicht sein. Ich sehe sehr. Ja, ja, ist gut. Oh Gott. Jetzt echt Schaden bekommen. Wie ich einfach nicht irgendwie an die Oberfläche kam, obwohl ich immer gedrückt habe. Hm. Ganz merkwürdig. Also hier. Muss ich nicht rein. Ich hoffe, es ist doch gar nicht viel. Das ist ein Kind, oder? Wie fett! So ein Dickerchen. Karma Lama. Danke für diese Schrift, Toll. Die Kanalisation ist, wie ich gehört habe, ziemlich verwirrend. Zwei verborgene Knöpfe öffnen offenbar getrennte Bereiche. Wenn ihr da seid, braucht ihr Beine, um wieder rauszukommen. Okay, hab ich doch gemacht. Hä? Hey. Ich habe eine Schriftstolle für einen Tipp gegeben, wo ich schon gemacht habe. Aber es funktioniert nicht. Vielleicht habe ich einen Knopf nicht gedrückt. Also schon gedrückt, aber. Das hatte ich mir nicht angenommen. Oder? Hey, ihr beiden. Mir gefällt es mir wirklich nicht, dass Dauzus Visage eine überall anstarrt. Lässt mich erstaunen. Dieses Stein habe ich übrigens von meinem komischen Kerl namens Dotter weggekauft. Okay. Dankeschön. Okay, wurde extra gemacht, dass man nicht hochkommt. Wurde ja nur ausprobieren. Okay, da ist noch eine Höhle. Okay, man kommt nicht rein. Und hier ist noch eine Höhle.
Sehr gut, dann schauen wir mal dort rein. Kurz mal schauen, ob hier drin hinten. Genau, hier oben. Fast vergessen. Jetzt endlich. Nicht so blöd, ne? Also wenn sie so Sachen verstecken, dann müssen sie auch machen, dass man hochkommt. Nicht irgendwie so festhängt und... Der Entwickler ist noch neu. Sind jetzt einfach wieder zurück. Macht irgendwie keine... Ja, zurück. Macht irgendwie überhaupt keinen... Sinn. So, dann lieber hier durch. Verweifen. 2 von 5. So, wo war der Tresor? Da war ich hier. In der Nähe. Yay! Cool gemacht. Das ist wirklich 1 zu 1 Banjo-Kazooie von den Animationen. Also von den Animationen nicht, aber so vom Setting. Das ist alles ziemlich cool nachkopiert worden. Das war unfair. Die sind unfair. Die machen natürlich mal Fantasie. Dann gehen wir mal hier. Okay. okay. Ja, und wohin müssen wir jetzt noch? Jetzt habe ich so gar keinen Anhaltspunkt mehr. So, 2 von 5 Schlüsseln. Wo sind die anderen Schlüssel? Denn da oben ist noch etwas. Dann kommen wir noch dorthin. Nein, schon wieder falsch. So, da kommt man rein. Okay. Und hier hoch? Jetzt schauen wir nicht. Gut, darüber geht's noch. Ich mach das zuerst, weil da geht's ja rein. So, ist da ein Bums holen. Das gehen wir über. Ganz knapp. 5. Okay. Und verschiedene Währungstypen. Machen wir schon mal. Aha. Wir sind wieder im gleichen Level wie am Anfang. Nicht vergessen. Kurz runter schon. Irgendwie ein anderes. 110er Geschäfte. Sehr schön. Das finde ich cool, dass wir so ein Hinterzimmer von oben betreten können. Das war unfair. Das war so richtig unfair. Eieieiei. Holt sie nicht dort raus. So, wie kommen wir hoch? Also zuerst das nehmen. Ah ja, Range nicht immer so. Okay, man kann das einfach stampfen. So, der nächste. 3 von 5. Gut, ist gut gegangen. Muss schon hüpfen. Scheinbar. Ein Schlüssel. Sind 7 Störung klar. Jo.
dann noch dort. Dann hier unten. Ja, da müssten wir einfach einen Sprung einsetzen. Könnte man einfach einen Sprung einsetzen. Genau. Also dann gehe ich nochmals dort rein. Und gehe einfach nicht so hoch, damit wir nicht aus dem Level fliegen. Ja, es ist nichts mehr. Okay. Genau, jetzt sind wir dort, wo wir eigentlich hin wollten, wo ja zu war. Aber wie ich jetzt noch den Rest finde, weiß ich leider nicht. Ja, es ist leider schon Zeit 31. Ja, man lässt auch das Level hier. Gut, der Rest müssen wir dann im nächsten Part machen. Dann müssen wir ja wieder hier runter. Ja, gut. Aber eben da müssen wir zwei Schalter oder so drücken. Ja, das werden wir einfach im nächsten Part machen. Gut, Dankeschön fürs Zusehen. Und ja, hoffentlich dann wieder ein bisschen gesünder. Weniger Asthma, weniger Nervenkrankheiten. Ja, es hat MEC fest, es hat sehr schwer. Ich finde jetzt den anderen Schalter. Den letzten habe ich ja gemerkt, der war hier oben vorne. Aber der erste Schalter habe ich nicht so gemerkt. Ja, heraus. Gut, bis dann. Tschüss. Und ja, danke fürs Schauen. Tschüss.